So, dann wollen wir uns mal in diesem Secret-Bereich hier umgucken, den wir entdeckt haben. Hier haben wir auf jeden Fall wieder mal einen Sack. Oh, in dem gleich was zu essen drin ist und eine Speed Potion. Und der leere Sack, der geht mal an jemanden, der ihn tragen kann. Da können wir sowas wie den Schatz hier rein tun. Der ist dann nicht im Weg. Und du bist immer noch überladen wegen der Potion. So, jetzt können wir uns besser bewegen. Was machst du denn? Du machst da hinten noch was auf. Ein Spinnennetz. Das sehe ich auch zum ersten Mal. Jedenfalls so, wie das da hingehängt ist. Und da kommt auch schon die dazugehörige Spinne. Die für uns mittlerweile kein Problem mehr ist, zum Glück. Was ist das? Ist das Ende? Was? Ist das Ende die Tat wert? Ich habe so das Gefühl, das macht die Tür auf und das macht es wieder zu. Lurker-Boots. Okay. Das war lustig. Oder auch nicht. Lurker-Boots sind aber was für sie hier. Genau. Dann kann sie. Nein, das sind ihre Protection. Kann sie aber das Heilkraut nehmen, so. Und ist damit überladen. Wer hat Hunger? Niemand. Dann gib mal das Anti-Venom ab, so. Wir müssen dringend aussortieren demnächst. Und sind schon wieder hier. Ganz toll. Jetzt dürfen wir uns wieder hoch teleportieren. Falsch. Hier ist der Teleporter. Und dürfen noch mal in den Beastgarten rein. War der hier? Ja. Okay, beide Türen sind offen geblieben und so wie es aussieht, respawnen auch die Skelette nicht mehr. Na gut. Das haben wir dann erledigt. Da hinten haben die Lurker-Boots gekriegt, was schön ist. Ein Teil vom Lurker-Set. Damit haben wir schon das zweite angefangene Set. Eine Fackel kommt mal mit. Dann gehen wir mal hier lang. Und kriegen die letzte Schriftrolle. So. Die dann wohl, was steht auf der? But still dreaming. Also immer noch träumend. Crimes forgotten haben wir schon. Eternally prisoned. Das scheint nicht richtig gewesen zu sein. Also das hier steht Eternal Imprisoned. Put to sleep. Was haben wir hier reingetan? Das passt dann wohl eher. So, nehmen wir die mal wieder in die Hand. Und? Ja, hier geht auf. Hier sollten wir uns gleich zurückziehen, weil. Genau. Die hier kommen. Einer tot. Okay, einer von mir tot. Blauer Kristall gleich anklicken. Noch so ein Viech. Zum Glück habe ich mich in die Richtung zurückgezogen, weil hier ist der blaue Kristall, der war. Ah, schon.
Nochmal zwei so Viecher. Und ja, die können lästig sein, weil sie so schnell angreifen. Zauber, jetzt habe ich mal Ruhe vor dir. So, ich höre aber noch welche, oder? Ja. Und ich habe sogar einen getroffen. Der kommt jetzt auf mich zugekrabbelt. Noch einer. Beim nächsten Treffer stirbt mein Keulenkämpfer, mein Tarion. Was zu essen. Kann er doch gleich mal nicht tragen, weil es zu schwer ist. Dann kommt das mal da rein und der Sack wird mal hier gelassen für einen Augenblick. Leere Flasche kann dafür mit. Oh, noch ein Treffer und Tarion kippt um. Schon wieder. Das war jetzt nicht so gut. Nein. Jetzt sollten wir hier kurz schlafen. Ich hoffe, dass der wieder an ist. Da kommen nämlich schon wieder zwei. So, jetzt ist noch einer übrig. So. Oh, Vater. Ich hoffe mal, das war's jetzt auch. Hier. Nein, war's nicht. Da kommt noch einer. Aber jetzt war's das hoffentlich. Okay, der... Die haben mich jetzt ausgetrickst. Und zwar ordentlich ausgetrickst. Wow, wow. Jetzt sitze ich in der Falle. Jetzt ist das mein erstes Game Over. Okay, die haben uns ordentlich ausgetrickst. Puh, wie viele sind das von den Dingern Autosave laden? Da kommen ja schon wieder zwei. Die ich nicht treffe. Wollte mich veralbern. Triff doch mal gescheit, jetzt ist er wieder tot. Ist ja schon mal ein guter Anfang. Etwas schlafen, bis der Kristall sich regeneriert. Sicherheitshalber einen Zauber aufladen. Nö. Immer noch nicht regeneriert. Dann versuchen wir mal ein paar hiervon anzulocken. Und sie zu dritt zu töten. So. Kommen schon die nächsten beiden. Und der Kristall ist immer noch nicht anklickbar. Mist. Na so, viel XP gehen Tarion jetzt gerade auch dicht. So. Nochmal schlafen. Dann hoffen, dass wir bald mal alle los sind. Von diesen garstigen Viechern. Und natürlich trifft mal wieder keiner. Wenn sie eingefroren sind, werden sie kaum getroffen. Das ist doch nervig.
Sind jetzt alle weg? Ich merke gerade, mir fehlt immer noch der Zahnradschlüssel. Ja. Ich soll nicht einfach so stehen lassen und mich totbeißen lassen. Sondern ein bisschen durch die Gegend tanzen. Wing Gauntlets, Heavy Armor. Kannst du die mal anziehen. So. Dann gucken wir uns hier weiter um. Aber ich höre nichts mehr. Mal gucken in der Richtung. Okay, der Hebel geht nicht mehr und hier ist eine Wand. Toll, da ist eine Wand zugegangen. Zum Glück sind wir in Richtung Kristall gerannt und nicht in die andere Richtung. Ah ja, das ist ja... Okay, das ist auch neu. Die Wände gehen runter, die Wände um die Teleporter waren... Jetzt ist auch hier wieder offen. Okay. Hier ist soweit sonst nichts mehr. Nur noch der Weg nach unten hier. Hier war die leere Fiole drin und hier ist wieder ein Brief. Und eine Schriftrolle. Lesen wir erstmal die Schriftrolle. Ah, Energietrank ist eine Flasche und eine Blutstropfenblume. Okay, das kenne ich ja. Und neue Notiz von Lord Peril. Ich bedauere den Verlust meiner Brieftasche. Oder meines meines Briefbeutels. Oh, den haben wir ja gefunden. Den haben... trägt meine Diebin gerade. Fackel geht langsam aus. Ersetzen. Den haben wir ja. Bevor wir losgezogen sind, habe ich einem Magier erlaubt, eine kleinere Verzauberung auf dem Beutel zu platzieren. So dass, wenn es nur mit meinen Papieren gefüllt ist und mit keinen anderen Objekten und wenn er die Tasche in der Hand gehalten wird, wird ein kleines Fach erscheinen. Platz genug, um einen kleinen persönlichen Schatz zu halten. Aber Dwemf, also irgendeiner von seiner Expedition, hat ihn benutzt auf mein Bitten hin, um einige Kräuter zu sammeln, während ich geschrieben habe. Und nun weiß ich nicht, wo er oder die anderen Männer sind oder ob sie überhaupt noch am Leben sind. Wenigstens habe ich meine Tinte und meine Papiere bei mir. Während dieser Zeit der Einsamkeit. Lord Peril. Okay, gut zu wissen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn wir seine Briefe in den, Ding hier tun, dann wird sich irgendein Secret offenbaren, wenn wir es in die Hand nehmen. Okay, also wenn wir weitere Briefe von ihm finden, rein damit. Und ich würde mal sagen, Elana hat ein Level abgekriegt, weil wir den Dungeon Level abgeschlossen haben. Also kriegt sie gleich mal den verbesserten Frostbolzen. Ich würde mal sagen,
Wir lassen hier ein paar Sachen zurück. Aus der Kiste nehmen wir raus die Pfeile und die Munition und die Steine. Erstmal. Was nehmen wir noch raus? Ich pack dann hier die Sachen dann hier rein. So. Hier kann dann rein sowas wie die Schuhe. Trägt sie noch was, was da rein kann? Ja. Das Schwert. Was könnte ich, soll ich noch rausnehmen? Die Bomben. Die Bomben sollte ich noch da rausnehmen. Dann können noch andere Sachen von ihr da rein. Ledercup. Und das hier so. Dann kann die Kiste hier bleiben. Anti-Venom kann dann zu ihr. Sie kann noch mal was Neues brauen. Ja, ein Heiltrank wollte ich für ihn hier. Bolzen können da bleiben. Wir haben noch zwei Säcke mit Nahrung und einen Haufen anderes Zeug, was hier bleiben kann. Armbrust, Kappe und so weiter. Obwohl, die Armbrust nehmen wir mal mit. Die kann mal bei ihr bleiben, die Armbrust. Obwohl, hier müsste der Bogen drin sein. Der kommt mit. So. Dann kann die Armbrust zusammen mit dem Bolzen nämlich hier bleiben. Wir haben hier noch einen Sack voll mit Nahrung und hier zwei Säcke voll. Welcher ist schwerer? Der hier, dann bleibt der mal hier. So. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt in den nächsten Dungeon Level gehen, mache ich erst einmal wieder einen Cut und speichere. Bis gleich.